Hey, ich bin's. Ich muss mal runter in die Werkstatt. Ja. Es ist nicht mehr viel Arbeit, aber ich kann mich heute einfach nicht konzentrieren. Ja, es hat wieder angefangen. Die lässt nicht locker. Oh, nee, ich will nicht mit der reden. Alle denken, ich spinne. Ach, komm mir doch auf, du glaubst mir doch auch nicht. Nicht ich bin's, der spinnt, sondern sie ist es. Es war eine gottverdammte Nacht. Es ist Monate her und ich habe gesagt, dass es mir nichts bedeutet. Egal, wo ich bin, die ist da. Ach komm, hör doch auf, du weißt überhaupt nicht, wie die ist. Die ist ganz anders, wenn sie mit mir allein ist. Okay, pass auf. Ich versuche jetzt mal hier reinzuhauen und dann bin ich so gegen 23 Uhr da, ja? Ja, ich trinke da noch ein Feierabendbier mit Klaas und den anderen Vögeln. Okay, bis dann. Tschüss. Tobias. Was machst du hier? Ich will mit dir reden. Wir haben uns nichts zu sagen, lass mich in Ruhe. Aber was soll das denn heißen? Dass du verschwinden sollst. Nein, sowas kannst du nicht sagen. Du hast mich gefesselt. Eigentlich wollte ich nur mit dir reden. Und jetzt sitze ich auf einem Stuhl gefesselt im Keller. Super. Komm, mach mich los, wir vergessen das Ganze und wir tun so, als wäre nie was passiert. Da bist du ja ziemlich geübt drin. Meinst du, wenn du mich an einem Stuhl fesselst, dann wird das was? Ich kann eben auch anders. Was willst du von mir? Willst du reden? Dann red. Sitzt du bequem? Ist das ein Scherz? Ohne Fesseln wäre es gemütlicher. Ich dachte, die gemütliche Variante hätten wir hinter uns gelassen. Und jetzt? Probieren wir es spielerisch. Okay. Erstmal sollten wir die richtige Position einnehmen. Spielen. Ja, dann sollte man vorher die Regeln klarstellen. Die sind ganz einfach. Heute Nacht spielen wir nach meinen Regeln. Erstmal machen wir ein gemeinsames Foto. Wir wollen uns doch an heute Nacht erinnern.
Nett lächeln. Was soll das? Ich hab dir gesagt, dass du lächeln sollst. Was soll man denn denken, wenn man dieses Bild sieht? Es ist schwierig, nett zu lächeln, wenn man auf einem Stuhl gefesselt in einem Keller sitzt. Ich glaube, dein Problem liegt wo ganz anders. Dir fehlt es an Emotionen. Ah! Geht doch. War doch schon gar nicht schlecht. Spinnst du, das tut weh? Echt? Ja. Komm schon. Sei ein Kerl. Ich dachte, du magst es härter. Glaubst du, das ist es, was ich will? Das, was ich dir gegeben habe, hat dich nicht gereizt. Konstanz, es ist nicht so... So wie du denkst. Die Nacht mit dir... War wunderschön. Aber ich bin einfach... Einfach nicht der Richtige für dich, Konstanze. Du hast was Besseres verdient. Ich hab es so satt, dass andere für mich entscheiden wollen. Heute Nacht entscheide ich. Emma. Schatz, schön, dass du endlich wach bist. Dein Lieblingsessen. Was? Wie dumm von mir. Du hast ja geschlafen. Mach mich los. Du scherzt wohl. Natürlich nicht. Ihr seht ein Mädchen, das euch gefällt und nehmt es euch und dann ist das Interesse weg. Oh, glaub mir, es tut mir mehr weh als dir. Warum machst du das? Du sollst wissen, wie ich mich fühle. Ich dachte, du wärst anders. Ich dachte, diesmal wäre alles gut. Ich habe dir vertraut. Aber ich...
tat es auch so weh. Na, stumpfst du schon an? Du brauchst Hilfe. Im Moment bist wohl eher du, der Hilfe braucht. Lass mich dir helfen. Lass uns reden. Du willst mir helfen? Wir kriegen das schon wieder hin. Mach mich einfach los. Komm, ich blut. Wir brauchen einander. Vielleicht sollte man es einfach erstmal kennenlernen. Das hättest du dir eher überlegen sollen. Weißt du noch, wie wir uns damals kennengelernt haben? Ja. Du warst so charmant. War nicht so aufdringlich wie dir. So armselig wie die anderen. Du hast keine Ahnung, was Liebe ist. Du hast keine Ahnung. Ah! Ja. Ah. Oh, du dreckiges Miststück. Du mieser Haufen Scheiße. Ich hasse dich, du Pfad zur Hölle. Mich die ganze Zeit betrogen. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Dreckiger Schüft.